Wir machen gleich weiter mit der Lausitz. Jetzt kommt noch der Erste, der nicht in der Kommission ist. Da kommen jetzt auch noch ganz viele. Jetzt spricht zu euch René Schuster von der Grünen Liga Cottbus, der seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Lausitz sich gegen Braunkohle engagiert. Und er ist jetzt dran. René, bitte. Ja, hallo, schön, dass ihr gekommen seid. Ich überbringe euch jetzt die Grüße aus der Lausitz. Und ganz, ganz ähnlich wie im Rheinland ist es bei uns so, dass wir zwar schon erste Erfolge erzielt haben, dass die aber noch lange nicht ausreichen. Ihr wisst sicher, dass der Bergbaukonzern LEAG vor etwa einem Jahr die Pläne für 3 neue Tagebaue gestoppt hat. Dafür mussten wir aber 10 Jahre lang kämpfen. Und trotzdem soll noch 1 Milliarde Tonnen Kohle aus der Erde geholt und zu 1 Milliarde Tonnen CO2 verbrannt werden, allein in der Lausitz. Und dafür sollen noch mehr als 1000 Menschen umgesiedelt werden. Zum Beispiel in Prochim. Der eine oder andere war schon mal da. Die Prochimer sind heute auch hier. Prochim ist Vorreiter bei der Nutzung erneuerbarer Energien. Kohlekonzerne und Landesregierung wollen es aber der fossilen Energie opfern. Prochim würde dann in einem 20 Quadratkilometer großen Loch verschwinden, dem Tagebau Welzow Süd 2. Im sächsischen Teil der Lausitz soll sich der Tagebau Nochten bis wenige Meter an das Dorf Rhone heranfressen, so nah, dass der Kindergarten deswegen umgesiedelt werden soll. Und ganz ähnlich ist die Lage auch in Taubendorf, der Tagebau Jenschwalde ist es dort, der bis kurz vor das Dorf geführt werden soll, und von der anderen Seite droht schon der polnische Tagebau Gubin. Aus Taubendorf möchte ich ganz besonders herzliche Grüße heute überbringen, denn genau dort trifft sich fast zeitgleich zu uns die evangelische Kirchengemeinde der Region zu einem Gottesdienst zur Bewahrung der Schöpfung und gegen diese Bedrohung durch den Tagebau. Insgesamt sind 136 Lausitzer Dörfer für die Kohle verschwunden. Das reicht. Wir wollen keine Dörfer auf Abruf mehr und keine Dörfer am Abgrund des Kohletagebaus. Wir wollen den Tagebau auf Abstand halten. Wir Lausitzer Tagebaubetroffenen haben mit Hannelore Wodke jetzt ja auch eine Vertreterin in der Kohlekommission oder Strukturwandelkommission, wie sie auch genannt wird. Aber gleichzeitig sind 2 der 4 Vorsitzenden der Kommission ehemalige Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, mit denen wir Erfahrungen gemacht haben, die man niemandem wünscht. Diese beiden Politiker waren es, die den Menschen in Dörfern wie Kerkwitz und Rhone gesagt haben, euer Dorf kommt sowieso weg, es geht nur noch um das Wie. Die Wunden aus 10 Jahren Unsicherheit über die Zukunft sind bei den Menschen in diesen Dörfern noch lange nicht verheilt. Und gleichzeitig haben dieselben Politiker den Bergleuten und Kraftwerkern eingeredet, es würde praktisch ewig so weitergehen mit dem Kohleabbau mindestens bis 2060. Und als 2007 das Klimaschutzziel der Bundesregierung beschlossen wurde, haben sie damit nicht etwa aufgehört, sondern sie haben damit erst recht angefangen. Die Landesregierungen in Brandenburg und Sachsen haben die Lausitz um die Zeit betrogen, sich rechtzeitig auf das notwendige Aus alter Kraftwerksblöcke einzustellen. Und das macht viele Reden, die heute geschwungen werden über den Strukturwandel, so scheinheilig. Und als der Vattenfall-Konzern keine Zukunft mehr in der Braunkohle sah, haben die Landesregierungen windigen Finanzoligarchen den roten Teppich ausgerollt. Dass genau diese Politiker jetzt als Vorsitzende die Diskussion über den Kohleausstieg leiten sollen, das ist für uns schwer zu ertragen. Aber wenigstens sind wir dadurch gewarnt, es kann niemand sich darauf verlassen, dass die Kohlekommission das mit dem Ausstieg schon machen wird.
sondern Politik braucht Druck und den wollen wir mit euch zusammen machen. Danke. Vielen Dank, René. Dankeschön. So, langsam kommt die Sonne raus.